München liest aus verbrannten Büchern auf dem Königsplatz. Anlass war der Gedenktag der Bücherverbrennung durch die Nazis am 10. Mai 1933. An der Lesung beteiligten sich neben Prominenten wie Susanne Breit-Kessler und Charlotte Knobloch auch das katholische Medienhaus St. Michaelsbund. Wenn wir auf die Entwicklung von Demokratie in unserer Gesellschaft schauen, kann man einem an der einen oder anderen Stelle durchaus bedenken, ob sich Geschichte nicht doch wiederholen könnte. Und ich kann nur sagen, wir werden als St. Michaelsbund alles daran setzen, dass kein Gras über die Geschichte wächst. München liest aus verbrannten Büchern. Ein Zeichen gegen das Vergessen.